Freestyle für alle. Außer für diese Kanaille. Hey, Kinders! Ich gebe euch ab, Junge! Willkommen zu Tennis Interface, Motherfucker! Steht jetzt nicht da, ich weiß, das wäre auch echt blöd, sowas da hier zu schreiben. Ja, ich habe ein paar Spiele erhalten und ich dachte mir, komm, ich zeig's euch einfach mal. Guck mal, man kann hier in dem Spiel, pass auf, Leute den Tennisball in die Fresse schießen. Circa so. Verstehst? Aber es kommt noch besser, es wird immer schwieriger, ja? Guck mal hier. Merkst du was, wie schwer das hier ist? Ja, die meisten von euch werden natürlich jetzt denken, gut, du musst einfach nur hier hinschießen, dann geht's irgendwie, aber nein. Sondern ihr müsst hier hinschießen! Oh my fucking God! Oh Gott, bin ich gut. Manchmal fragen mich die Leute, warum ich so gut bin, und dann sage ich, tja, das weiß ich selbst auch nicht so genau. Hm. Achtung! Mein Hinterkopf, versteht? Ihr sagt jetzt, Jan, die davor, die waren noch irgendwie zu machen, aber das ist unmöglich, aber ja! Dankeschön! Dankeschön, guten Abend. Kein Problem für mich. Ich bin nämlich ein bekannter, Mörder. I'm so fucking tight. Guck mal, wie sie sich freuen. Los, schieß uns doch tot, das ist mir egal, ich hab einen Ballon in der Hand. Halt, spielen wir klug. In your face! Oh my fucking kid, bruh. Ich schieße auf die Fässer, mal gucken, was passiert. Wow, das ist wirklich wow. Okay, komm, wir machen den nächsten Clown tot. Voll in the Arsch. Willst du dich wieder freuen? Der kriegt uns nicht. Achtung. Ganz tief in mir drin bin ich eigentlich eine schwarze Frau. Oder ein Deutscher! Oder voll der Arschlacke, ey. Was ist mit dir los? Manchmal bin ich auch ein Kind. Guck mal, Mama. Bow, bitch! Get out the way! Und ich heiße nicht Mr. Bagassi. Hans Wurst, haben wir doch gesagt. Oder Hans Jürgen. Oder Dieter, das ist eine Abkürzung für Hans Jürgen. I used to be a tennis player like you. But then I took a penis to the ass. India. Ich hab's jetzt gelesen, ist mir egal. Ich bin irgendwie mal der Beste auf der Welt. Hast du das gesehen und so? Adam, Blubberblasen. Guck mal, der Kerl wird sich aufregt. Ich krieg dich noch, du Bogengott. Ich versuche am Ende immer so ein Lied, so ein Rap, so ein Song zu machen mit der Musik, okay? Die zur Situation passt, ist klar. Ich bin nämlich Situationskomiker. No chance, Motherfucker. Ich will aber, dass du drüber treffe, ne? Ey, das war ein super Schuss, Mensch, ey. Ey, guck, wer da steht. Ich will eigentlich gar nicht da sein. Ich hab noch einen Ball! Das ist ja ein Pro-Level hier, ist klar. Boom. Voll in die Fresse ist dein Donut, du Fettsau. Ich komm bei dir vorbei und ficke deine Katze! Okay, meine Lippen sind befeuchtet, es geht los. Alter, bin ich heiß auf dieses Spiel, Junge. Ich schieß jetzt den da oben ab und dann sehen wir, was passiert. Deine Mutter hat ge... Boah! Das ist avantgardische Kunst. Wie es dein Bein weggerissen hat, Mann! Dein Bein weggefetzt. Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oder vielleicht doch? Ja, hopp, weiter geht's. Sei aber nicht so behindert jetzt. Oh mein Gott, der Polizist, das ist der Schwerste, habe ich gehört. Das habe ich gestern noch im Radio gesehen, dass das der Schwerste ist. Also los geht's. Boom! Bitch, get out the way. Ich hab euch einfach weggefickt, die Frau ist sauer auf dich. Ja, deine dicke Mutter verhaut dich mit einem Fisch. Ah, tschüss, du Depp. Boah, was? Er hat einfach gecheatet, Mann. So wie früher bei 1.6, die Pizza mit ihrem Schild. Meines Wissens darf man der Schilder gar nicht in der Hand halten, wenn man Polizist ist. Man muss nämlich eigentlich das der Polizei überlassen, so ein Schild. Freestyle für alle. Außer für diese Kanaille. Guck mal, wie er tanzt. Achtung. Ja, aber wie er guckt. Was ist denn? Dreck oder was? Pack dein Schild weg. Oder es klatscht. Ich geh zu dir nach Hause. Fick deine Frau. Alter, sieht jetzt aber ziemlich einfach aus, oder? Mir fällt nichts ein. Haus, Maus, fertig. Mission, wie sieht mein Plan aus? Wir haben keinen Plan für dich, du Pisser. Okay, Mission. Geplant. Just work perfectly as it's fucking planned. Bam, 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 da schwitzt der Pistol vor sich hin. Auch am Kinn tropft das runter, du Kind. Guck
Guck mal, meine Haare fallen ganz geschwind. Ah, ich sehe nicht aus wie ein Professor an deinem Ohr. Einfach weiter, schnell. Die Peinlichkeit nimmt kein Ende. No chance for them. Was war denn das, bitteschön? Achtung. Ja. Ja. Du hast ge... Er guckt praktisch genau in die Atomrakete rein. In den Fatman, weißt du? Er steht vorm Fatman bei Fallout. Was ist denn da drin? Und ich sag da, was drin ist. Das! Fatman, Batman. Yo, deine Mutter ist ziemlich Fatman. Das wird noch was. Pass mal auf, wie der jetzt noch einen Triple Headshot macht. Bam, boom. Oh my god, this was fucking not good. Boom, bitch, get out the way. Ich mag euch alle weg, du kleiner Keck. Yo, ich sprech mit dir bis um vier. Deine Ohren bluten. Und dann kommt deine dicke Mutter, um dich einzuschulen. Mit einem Stück Kuchen oder so, ich weiß auch nicht mehr. Weiter, schnell weg. Ich will mich dem jetzt mal annehmen, oder dem Mann. Jetzt aber. In die Füße. Er hat keinen festen Stand. Seine Kollegen sagen, er sei ausgebrannt. Er geht nicht mehr auf Streife. Er sitzt nur noch rum. Er isst nur noch Donuts und wird ziemlich... dumm, Bitch. Von hinten überrollt. Das war so gewollt. Später gehe ich noch. Hopp, also ich meine, so ein Zweiliner reicht ja auch, oder? Also ich bin jetzt kein Rapper oder so. Da, 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 da. Bestimmt durch einen Donut gefickt. So viel Zucker ist nicht gut, da stirbst du, Mann, kein Heldenmut. Das sind doch Hipsters, oder? Ich mach euch alle tot, dann esst ihr noch ein Stück Trockenbrot. Und zwar auf dein Handy schmeiß ich dir die ganze Geschichte. Das ist voll schwer und so. Ich geh aufs Bahnhofsklo. Hipster, Hipster, Swag, Swag. Du hast doch Kack, Kack in deinem Head. Ich hoffe, der hat ein Holzfällerhemd, oh, ich, weil sonst macht das einfach keinen Spaß, so Leid umzubringen. Kein Rap jetzt, ich erzähl euch was. Ich habe letztens die übelste Hipsterin Brunstulp schlechthin gesehen. So typisch Hipster YOLO Swag behindert. So eine 40-Jährige oder sowas. Und jetzt passt auf, sie gehört eigentlich dafür sofort totgeschlagen. Mehrfach. Mit einem Wattestäbchen. Sie hat eine Brille angehabt, ein Brillengestell ohne Gläser. Stirb, Bitch! Okay, und jetzt sag nicht, es hat irgendwelche gesundheitlichen Hintergründe, ja? Bam, voll den Kaffee aus seiner behinderten YOLO Swagger Hand gehauen, Junge. Und der nächste ist dran. Oh. Oh. What? Oh mein Gott, guck mal, wie er gerade voll den Hoden zerquetscht bekommt. Von diesem Fass. Und jetzt kommt die nächste Explosion-Packung. Bitch! Und er denkt sich nur, fuck, meine übelst winzigen Hoden werden in mich hineingedrückt. Tja, dumm gelaufen, ne? Shit! I'm the best like Kanye West. But he is not the best because I'm the best and not Kanye West. Ich bin so dope wie der Pope. Wisst ihr, ich finde es ganz wichtig auf YouTube, dass man nicht behindert ist. Merkst was? Wie er seinen Kaffee so weggeschmissen hat. Ah, oh, ist der schlecht. Das war mein Beitrag zu dieser Sendung. Wisst ihr, was eine Gummifoot ist? Das ist so ein Gummiteil zum Auskratzen von Schüsseln. Mhm. Mal gucken, was passiert, ja? Nix. Mal gucken, was passiert, wa? Einiges. Ach so, ich verstehe schon. Ich hab das schon verstanden. Ich hab dich umgebracht. Hast du was gesagt oder nur gelacht? Ich kann dich nicht hören. Ich bin zu beschäftigt, deine Mutter zu beschwören. Ah, Cthulhu! Nachher spuckt er noch oder so. Ja, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Mensch, hey, bis dann, gell? Ciao, ciao!